Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich weiterhin hier in Super Mario Maker 2 begleitest. So, wir schauen uns heute die Level an. Gegen die Zeit, ein Musik-Speedrun haben wir auf Platz 1, ein Musiklevel auf Platz 3 und ein Automatiklevel auf Platz 3. It's a Small World Musik. Okay, Minigame-Mix Platz 3. The Underground Platforming. Da gucken wir auf jeden Fall rein. In 30 Sekunden kann man das schaffen. 7% Abschlussrate. Ich denke mal, ich werde definitiv ein bisschen länger brauchen, aber wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Auf geht's. Los. Toadette, 3 Leben bekommen wir. Sehr schön. So. Okay. So, dann rutschen, dann hier rüber, dann hier rüber, dann hier hoch, dann dahin. Dann müssen wir auf den Goomba. Sehr schön. Dann da hoch, dann da hoch, dann haben wir schon die Mittelflagge. Wunderbar. Da hätte ich an der Ranke dran hängen bleiben müssen. Okay, ich bin ja nicht als Einzel runtergefallen. Dann machen wir das Ganze nochmal. Und ich mag das nicht, solche Sprünge an diesen Ranken. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Aber okay. Das war schon mal richtig und dann bin ich aber nicht mehr darüber gekommen. Okay. Mamma mia. So, weil hier muss man nämlich mitlaufen. Okay, dann hier rüber, dann darüber, dann dahin und dann ab ins Ziel und dann haben wir es geschafft. Wie gesagt, 30 Sekunden kann man schaffen. Ich bin bei einer Minute und noch was. Bei einer Minute und 14, aber das Level hat Spaß gemacht, bekommt definitiv ein Like. Weiter geht's. Wir schauen uns das nächste Level an. Kunstlevel, das muss weg. Iron Ball Game, Refreshing Deluxe Edition Game, Killer Minigame. Ein Speedrun, ein Musiklevel, ein Airship Athletics Level mit 8,02%. Die Airships Level, die finde ich immer, oder diese Luftschiff Level, die finde ich halt immer wirklich eigentlich ganz gut gemacht. Und eigentlich müssten wir auch mal den Charakter wieder wechseln, denke ich mal. Okay. Eine Mittelflagge haben wir schon erreicht. Wie bitteschön soll ich da hinkommen? Muss ich da vielleicht einmal spinnen oder drehen oder so? Okay, da kann ich einfach durchrennen. Alles klar. Sehr schön. Ach, da hätte ich auch... da hätte ich auch wieder durchrennen müssen. Ich denke mal, es bleibt bei der einen Mittelflagge. Wenn wir Glück haben, bekommen wir noch eine zweite. Wir schauen mal. Wie gesagt, hier kann ich einfach durchrennen. Wunderbar. Dann einmal hier rüber, dann dahin, dann hier hoch. Dann hier rüber. Jawohl, das sah diesmal ein bisschen besser aus. Da bekommen wir noch ein Leben und die nächste Mittelflagge. Sehr schön. Hätte ich nicht mitgerechnet jetzt. Aber wir nehmen sie natürlich gerne mit. Auch diesen Abschnitt ohne Probleme gemeistert.
Oh Gott, jetzt wäre ich fast wieder in eine verkehrte Richtung. Man sieht das immer so spät hier. Wo man hin muss. 50er Münze, ich denke mal, wir sind durch, oder? Okay, da unten war irgendwo das Ziel. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber wir haben es geschafft. Und das ist die Hauptsache. Alles, was unter 10% ist, alle Level, die wir schaffen, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf. Forest, so, Speedrun, 20 Sekunden, kommen den nehmen wir mit, eine Abschlussrate von 45%. Okay, ich hatte jetzt was von 4% gelesen, dann wäre es relativ schwer gewesen. Aber ich denke mal, die Münzen zeigen uns wieder einmal den Weg hier. Ja, die Münzen zeigen uns definitiv den Weg. Das war eigentlich irgendwo ganz klar, dass das... Ja, zweimal den gleichen Trick, alles klar. Und durch gewesen, okay. Sollten wir relativ nah am Rekord sein. Denke ich mal, ja, guckt mal. Genau die gleiche Zeit, die der Rekord ist, aber leider kann man nicht zweimal den Rekord machen. Wir hätten den Tausendstel schneller sein müssen. Kaisolite lassen wir mal aus. Athletic Wall Kick Valley. Okay, was haben wir hier für eine Abschlussrate? Difficult 1, 2, 3, 4, 5. In einer Minute und 6 kann man das schaffen. Eine Abschlussrate von 8,51%. Das sollte für uns theoretisch gesehen möglich sein. Wir haben ein weniger prozentmäßiges Level. Moment, was ist hier drin? Vermute mal ein Leben. Jawohl, okay. So. Und einmal durch die Tür. Vielleicht könnte man sogar noch woanders lang gehen können. Da gab es aber auf jeden Fall ein... Da gab es definitiv einen Speicherpunkt. Das war jetzt ein Fehler von mir, dass ich da von der Wand abgerutscht bin. Das hätte nicht sein müssen. Das war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall ein Fehler von mir, definitiv. So, weiter geht's. Weil wie gesagt, das ist alles schön mit Pfeilen markiert. So... Deswegen sollten wir das auch ohne Probleme hinbekommen, denke ich mal. Und noch eine Mittelflagge. Okay. Gott sei Dank gab es eine Mittelflagge. Gott sei Dank gab es eine Mittelflagge. Ja, mit den Walljumps, das ist immer noch so eine Sache. Ja, diesmal haben wir es nicht geschafft. So. Kann man sich aber relativ leicht retten auch, denke ich mal. Muss man das Ganze halt nochmal machen. Okay. Also eigentlich ist das ein relativ leichtes Level und dann stoße ich mit dem Kopf da oben an. Ah, sonst hätten wir die Flagge noch bekommen. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ja, guckt mal. 32, 33 Sekunden langsamer gewesen als der Rekord. Ist in Ordnung. Poisonous Plattforming. Jetzt kommen ein paar Plattformlevel. Die werden auch vom Schwierigkeitsgrad her, gehen die ein bisschen höher. Aber das stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Fall dafür. Okay, okay, okay. Jetzt einmal nach oben. Dann einmal hier nach unten. Zumindest fallen die Plattformen nicht weg. Das ist schon mal... Also... Da waren wir zu weit unten. Wir hätten den Off-Block, den On-Schalter da betätigen müssen. Aber wie gesagt, es gibt immer schön Leben. Hier kommt man natürlich auch schneller durch. Jawohl.
Jetzt wollte ich da eigentlich nicht hängen bleiben, aber okay. Ah, hier müssen wir ganz kurz warten. Das kann man auch, denke ich, mal anders machen. Jetzt habe ich den Block erwischt, aber mein Sprung hat von der Länge her nicht gereicht. Aber ist alles in Ordnung. So, dann hier nach oben nochmal. So, hier müssen wir leider warten. Ich denke mal, man könnte den Sprung auch von hier aus schaffen. So. Ich denke mal, jetzt entweder sind wir durch oder es gibt einen. Okay, es gibt einen Speicherpunkt, wir sind nicht durch. Ja. Steigt die Krütze da an? Oder steigt sie nicht an? Sie könnte sogar. So. Nee, die steigt nicht. Okay. Ah, hier hat man immer ein paar Sachen. Oh. Okay, Moment, wir müssen da rein. Dann hier rüber und dadurch die Röhre. Passt, wackelt und hat Luft. Und da haben wir das Ziel. Wunderbar, neben hätten wir auch noch gekriegt. Ein schönes THX, wunderbares Level. Heute läuft's. Wir haben richtig gute Level bis jetzt. Oh, und guckt mal, in 28 Sekunden kann man das schaffen. Ich hab... Entschuldigung. Aber ich bin immer noch... Ist immer noch, der Husten ist noch da. Der geht noch nicht so richtig weg. Airship Speedrun. 53 Sekunden, komm, wir schauen uns den an. Ich bin, wie gesagt, nicht so mehr für Speedruns. Gerade das, wenn da so viele Münzen sind, dann hat man immer dieses Klingeln im Hinterkopf. Aber wir schauen mal. Okay, einmal rutschen. Werfen, springen. Okay. Okay, da bin ich hängen geblieben. Aber Speicherflagge erreicht. Sehr schön. So, jetzt werden wir von einem Bullet Bill verfolgt. Da geht alles kaputt. Jetzt hätte ich das Vieh werfen müssen, war. Hä? Wie komme ich hier weiter? Ich krieg ja eigentlich mit dem Shell die. Oder war ich zu langsam? Okay, ich hätte den Block da berühren müssen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Moment. Ach, shitty. Ich habe es definitiv verstanden, wie man es machen muss. Ich bin mir aber halt auch nicht sicher, ob wir den Dings da mitnehmen müssen. Ja, wir gucken mal. Okay. Okay, weg mit dir. Das habe ich nicht gesehen. Okay, wir bekommen aber eine weitere Chance. Ach Mann. Also vom technischen her ist er
auf jeden Fall gut aufgebaut. So, den brauchen wir jetzt. Und da bekommen wir sogar noch die 50er und ich denke mir jetzt immer durch, ja. Also wie gesagt, wir könnten das jetzt theoretisch gesehen nochmal spielen. Wir müssten dann eigentlich auch definitiv schneller sein. Ich würde mich gerne nochmal verbessern. Wollen wir nochmal reinschauen in das Level? Es gibt noch kein Toll. Ich mache jetzt nochmal Neustart. Ja, in 53 Sekunden kann man das schaffen. Wir haben über zwei Minuten gebraucht. Die brauchten wir eigentlich nicht. So. Da ging es diesmal besser. Okay. Das ging diesmal definitiv besser. Wenn wir den Abschnitt auch noch hinkriegen ohne Probleme. Ja, das reicht nicht aus. Ich möchte das in einem Rutsch schaffen, weil so schwer ist das nicht. Das ist, wie gesagt, gut aufgebaut. Aber halt nicht so kompliziert, dass man das nicht schaffen könnte. So, da sind wir, wie gesagt, gut durchgekommen. Den zweiten Abschnitt müssen wir schaffen. Der ist eigentlich da, wo man am meisten versauen kann, glaube ich. Gerade mit der Kuller da. So, diesmal sollte es auf jeden Fall klappen. Und den Helm brauchen wir, um diese Kuller hier zu... Ah! Shitty. Ach, nee. Zwei Versuche machen wir noch. Wie gesagt, ich möchte das eigentlich in einem Rutsch schaffen. Das sollte eigentlich theoretisch gesehen auf jeden Fall möglich sein, weil das ist, wie gesagt, nicht so schwierig, das Level. Da sind wir diesmal auch gut durchgekommen. Das ist halt schwierig hier, der Abschnitt. Obwohl der eigentlich... Obwohl der eigentlich nicht schwierig aussieht. Okay, das letzte Mal. Wie bin ich denn da beim letzten Mal eigentlich drüber gekommen? Weiß ich... Oh Gott, ich hänge ein bisschen zurück. Wie bin ich denn da beim letzten Mal durchgekommen durch die Viecher? Habe ich die mit dem Powerblöcken weggemacht? Oder nee, ich bin gegen die Shell dort gerannt und dann hat's die weggemacht, ja. Warte mal, die brauche ich ja hier. So. Sehr schön. Ah, da muss ich in die Tür gehen. Okay, die brauche ich am Schluss. Wunderbar, jetzt sollten wir eigentlich durch sein, ne? Ja. Genau so wollte ich das. Wir haben sogar noch 5 Sekunden Zeit. Das heißt, wir sind bei 53 Sekunden auch ungefähr so in der Dreher. 54 Sekunden, ja gut, knapp 55. Aber damit kann ich definitiv leben und bin auch zufrieden damit. Schauen wir mal weiter. Noch ein Speedrun. Speedrun haben wir jetzt genug. Kaiser Challenge nehme ich nicht. Simple Platformer 2. Da haben wir wahrscheinlich schon die 1 gespielt oder die kommt noch. Ich habe jetzt nicht von der Abschlussrate her geguckt, wie es ist. Aber ich denke mal, da kommen wir durch. Dim, 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 dim. Einmal resetten, bitte. Oh, Resets.
Mann, willst du mich veräppeln? Also, das war schon... Das war schon echt eine schwierige Geburt und dann bleibe ich da noch hängen. Oh. Ich denke mal, nach zweien bekommt man auf jeden Fall einen Sp Ist doch gar nicht so schwer. Oh, da muss ich mich ducken. Naja, ich wollte eh neu starten, ne? Ach, Mann. Ich wollte eh neu starten. Ja, das mit dem Ducken, das... Ich komme nicht über diese zwei... Über diese zwei Level hinaus. Ist traurig, oder? So, und jetzt nach oben. Oh, sehr schön, jetzt gibt mir den Speicherpunkt. Oh, Gott sei Dank. Okay. Hui, das ist in Ordnung gewesen, der Abschnitt. Okay. Sehr schön. Und Speicherpunkt, sehr gut. Gucken. Und nach oben. Jetzt müsste das Ziel kommen, oder? Nein, es kommt kein Ziel. Okay, ich muss wirklich die Münzen mitnehmen. Aber einen Speicherpunkt hatten wir ja, von daher ist es nicht so schlimm. So. Das war relativ... Das ist ein relativ leichtes. Gibt keine Reset-Tür. Ich muss da dran springen, dann sofort auf den roten und dann nach oben drücken. Also das triggert mich schon ein bisschen, dass das jetzt nicht so gut klappt, muss ich sagen. Oh, die Musik ist schön. Die Musik ist schön. Das ist doch die Hauptsache. Ich denke mal, das wird auch, wie gesagt, das letzte sein hier. Ah, ich muss gleich von hier unten, ich muss gleich von dem da dran springen, sonst schaffe ich das nicht. Wenn ich da daneben springe, klappt das nicht. Da muss ich dran denken, dass ich da gleich drauf springe. Und nach oben. Genau so muss das laufen. So, und dann sind wir durch. Wir hätten unsere Leben bekommen. Und jetzt bin ich von der Zeit her gespannt, wie lange ich gebraucht habe. 1,33, naja, knapp eine Minute länger als der Weltrekord. Das ist schon traurig. Aber egal. Crave Cave. Was ist denn eine Crave Cave? 5,79% Abschlussrate. Schwierigkeitsgrad stand jetzt, glaube ich, gar nicht da. Ach, das ist doch ja. Spinnen. Da hätte ich abspringen, zwischenlanden können, damit ich dann auf den Spin gehen kann, ja. So. Und dann muss ich auch noch da oben dieses Fragezeichen betätigen. Ah, das ist schwierig. Ich will wenigstens vielleicht bis zur Mittelflagge kommen. Warum ist der Cooper jetzt aus der falschen Seite rausgeploppt?
hahaha. Ich bin daneben gespinnt. Es wird aber auch schon alles angezeigt. Boah, das ist so. Ich weiß nicht, ob man gleich rüber muss da. Schwierig, schwierig der Sprung. Aber man muss es schaffen eigentlich, sonst. Was mache ich denn hier mit dem Spin? Also von sich aus ist das Level okay. Warum kommst denn du nach oben? Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der nach oben kommt. Ach Mann. Ich bin immerhin schon ein bisschen näher rangekommen an das, was ich wollte, ne? Das ist schon. So, so. Ah, das hätte ein bisschen kleiner sein können, dass man da so definitiv da trifft, ne? Hätte ich, glaube ich, nur nach drüben drücken müssen. Ach ja. Die Abschlussrate müsste eigentlich viel geringer sein. Oder ich stelle mich jetzt einfach an wie ein abgelaufener Joghurt. Da war ich zu schnell, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich jetzt da noch rüberkomme. Absolut nicht. So. Okay. Ah, da hätte ich einen kleinen Sprung machen müssen. Komme ich nicht drüber. Da ist es zu wenig. Einen großen Sprung, da ramme ich oben an. Zu kurz. Nee, nicht zu kurz. Ich habe gedacht, ich hätte mich noch mal retten können, aber sollte nicht sein. Okay. Ich vergebe ein Toll, aber wir machen mal noch weiter, weil ich hätte es vielleicht irgendwann geschafft. Aber wir machen trotzdem noch. Ich möchte auf jeden Fall noch ein Level beenden, bevor wir hier diesen Part beenden. Nicht unbedingt mit einem Speedrun und mit einem Kaiser-Level, sondern mit einem schönen Green Hill-Platforming-Level. Aber 3,14% ist natürlich auch wieder. Ah, ist schwierig. Ist richtig schwierig. Ist richtig schwierig.
Okay. Heftig. Okay, ich habe bis jetzt noch keinen Speicherpunkt erreicht. Aber bis jetzt ist ja eigentlich alles. Bis jetzt ist ja eigentlich alles. Okay, und dann. Mit der Wolke. Hier nach oben. Okay, auf die Münzen verzichte ich jetzt mal. Ich nehme lieber den. Nein, nein, nein. Hä? Hier habe ich jetzt erstmal noch gar nicht durchgeblickt so richtig. Ach, da hätte ich den. Okay, da hätte ich den Pilz schnappen müssen, damit ich dann auf den Trump komme und dann geht's nach rechts wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Und sollst die Feder da nicht in der Hand nehmen, du sollst auf die drauf hüpfen. Okay. Ja. Ach Mann, das ist so. Boah, perfektes Timing hier. Dann geht es da drüben weiter und dann muss ich da abspringen. Ja, es ist eigentlich alles markiert, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem. Es ist halt trotzdem. Es ist halt trotzdem schwierig, muss ich sagen. Ach, und dann rutsche ich da runter. Warum rutsche ich da runter? Ich stand immerhin auf dem Turm. Alles gut. Ja, okay. So muss ich das machen, dann da drauf ducken und dann. Ah ne, obwohl ich werde ja klein, ich muss mich nicht ducken, okay. Ich muss mich nicht ducken. Okay. Gib mir doch. Nein! Ich wollte gerade sagen, gib mir doch noch einen Speicherpunkt, aber. Ach, schwierig. Okay, okay, okay. Hä? Warum hat er sich da. Ich wollte einfach nur drauf und nicht das Ding in der Hand nehmen. Das verstehe ich nicht. Jetzt ist der nicht nach drüben gefahren. Das gibt's doch gar nicht. Ich hätte gedacht, das ist ein Level, was leicht ist. Ich hätte echt gedacht, das ist ein Level, was leicht ist. Ja, mit dem Speedforming Up and Down auf 4,14, das ist auch nicht gerade viel besser. Und wir sind schon eigentlich weit über die Zeit. Aber ich möchte, wie gesagt, das, den Part aufhören mit einem Level, was ich schaffe und nicht. Mit einem Level, was ich schaffe. Das ist genauso. Da muss ich mich ducken, damit er mich nicht crappt da, ne?
Eieieiei, okay. Mann, ich denke immer, das Ding fällt nach unten. Dabei fährt das nach drüben. Okay, hier muss ich mich ducken. Also die Idee ist auf jeden Fall richtig gut. So, ducken, ducken, ducken. Jetzt aufpassen. Okay. Nein. Oh, da hätte ich wahrscheinlich warten können, ne? Da hätte ich wahrscheinlich warten können. Ach. Ach ja. Aber so eine Level sind cool. Die machen auf jeden Fall Spaß, also. Das steht außer Frage. So, ducken, 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 ducken. Dann brauche ich, wie gesagt, das Trampolin hier. So. Ducken, rüber. Dahin, dahin, dahin. Och, da rein. Bitte gib mir einen Speicherpunkt. Bitte. Oh ja, Gott sei Dank. Ich habe einen Speicherpunkt, ist alles vollkommen egal. Wir kriegen das Level hin. Wir kriegen das Level hin. Wenn es jetzt nicht dermaßen schwer wird, ist alles gut. So. Ah. Hä? Hä? Muss ich da warten, bis der Lava runtergeht? Bin mir nicht so sicher. Hä, wie? Hä? Wie soll ich denn bitte schön da rüberkommen? Ah, okay. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Bisschen schneller vielleicht noch. Okay, warte mal, da kann ich theoretisch gesehen drauf. Dann soll ich mich hier ducken. Das war dumm. Das war sehr dumm. Ah, da muss ich noch schauen, wie ich mich da irgendwie retten kann. Ducken, ducken, ducken. Okay. Da muss man immer so. Oh, boah. Da braucht man überall das richtige Timing hier. Das ist Wahnsinn. Das war schon wieder zu lange. Da habe ich schon wieder zu lange gemehrt. Eigentlich muss das, denke ich, mal in einem Rutsch gehen hier. Ah, soll ich schon wieder das Level abbrechen? Ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Weil ich das halt gerne schaffen möchte.
So, vielleicht haben wir jetzt hier das richtige Timing. Ja. Nein, ich muss da wieder drauf. Aber okay. So, ich kann hier drauf, muss mich hier ducken, genau. So. Dahin. Dann gleich hier rüber. Oh Gott. Ich hab's gesehen, dass da die Lava, dass das die Lava steigt. Aber wir kommen der Sache auf jeden Fall näher und wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, aber das ist vollkommen egal. Ich möchte dieses Level jetzt schaffen. Das macht auf jeden Fall Spaß. So, dann hier ducken, dann wie gesagt das Ding weg, das Ding weg, das Ding weg. So, dann hier hin, dann dahin, dann dahin. Dann gleich hier rüber, dann dahin. Ah, da hätte ich vielleicht nochmal schwingen können. Wenn ich zu hoch springe und nicht gegen die Wand springe, dann flitzt er da einfach drüber. Oder sie, besser gesagt. Toadette, du kriegst das aber hin. Ich weiß das. Ich habe da vollstes Vertrauen zu dir. Oh Mann! Warum habe ich das eine Mal geschafft? Und dann nicht wieder? Ducken vergessen. Ja, da wirst du gecrappt und dann wirst du in den Tod gezogen. Das ist aber auch eigentlich eine coole Mechanik. Das mache ich komische Geräusche. Ach, herrlich. Jetzt werde ich langsam nervös und mache nur noch Kacke, ne? Zu lange rumgemerkt, da kriegt man das nicht mehr hin. Da stimmt dann das Ganze komplett nicht mehr. So, wie gesagt, hier kann man ja rüber, dann muss man sich hier ducken, dann dahin, dann hier rüber, dann dahin. Dann dort rüber. Und dann sollte man theoretisch gesehen in diesen Haken springen und dann vielleicht nochmal kurz zurückschwingen oder so. So, jetzt bin ich ja eigentlich relativ weit vorne, oder? So. Okay. Okay, und hier warte ich jetzt. Hier warte ich jetzt und ich muss noch Münzen einsammeln. Ich muss keine Münzen mehr einsammeln. Oh, ich war so kurz vorm Ziel. Oh. Oh.
aber wir haben es geschafft. Und ich habe ja gesagt, ich beende den Part mit einem Level, was ich schaffe. Und ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Ciao, ciao.